Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der TAZ und zum TAZ-Gespräch in Leipzig. Bitte begrüßen Sie die Politikerin und Buchautorin Katja Kipping. Schönen guten Tag. Ja, freuen uns sehr, dass Sie da sind, Frau Kipping. Mein Name ist Peter Unfried und das Buch, über das wir sprechen wollen, steht da vorne, heißt Wer flüchtet schon freiwillig? Die Verantwortung des Westens und warum sich unsere Gesellschaft neu erfinden muss, erscheint bei Westend, kostet 16 Euro oder 11,99 Euro als E-Book. Das war der Werbeteil. So, ich stelle Ihnen ganz kurz Katja Kipping vor. Sie ist Bundesvorsitzende der Linkspartei, Mitglied des Bundestages, 1977 geboren, kommt aus Dresden und gehörte ursprünglich zur Parteiströmung der emanzipatorischen Linken. Das sage ich immer an dieser Stelle. Gilt das noch? Ich fühle mich dem Grundgedanken einer emanzipatorischen Politik verpflichtet, ja. Gut, ist jetzt aber selbstverständlich ganzheitlich im Sinne der Partei unterwegs. Da wir ja am Wochenende diese spektakulären Wahlen haben, will ich ganz kurz, bevor wir aufs Buch zu sprechen kommen, Sie nach der politischen Lage fragen. Wie sehen Sie das, was am Wochenende passiert ist? Also auch ein paar Tage später sind die Zahlen für uns irgendwie nicht schöner geworden, egal wie lange man darüber schläft. Das ist nicht das, was wir uns erhofft hatten. Was aber, glaube ich, nicht nur mich besonders umtreibt, sind natürlich die Wahlergebnisse der AfD. Und es sind ja nicht nur die Wahlergebnisse, sondern das fällt ja zusammen mit zwei weiteren Entwicklungen. Zum einen eine Verrohung des Sprechens. Also nicht nur im Internet nimmt die Zahl der Leute zu, die anderen Menschen das Menschsein absprechen. Also wenn über Geflüchtete gesprochen wird mit Vokabeln wie Viehzeug, würde ich sagen, ist das Ausdruck einer Entmenschlichung. Und natürlich fallen diese hohen Wahlergebnisse zusammen mit einer explosionsartigen Zunahme von rassistischen Angriffen. Die Zahl der brennenden Flüchtlingsheime nimmt zu und die Angreifer werden nur selten aufgegriffen. Das heißt also, die Hemmschwelle für Gewalt gegenüber Leib und Leben ist deutlich gesunken. Und in diesem Zusammenspiel finde ich es besorgniserregend. Und die Frage, die sich nun nicht nur mir stellt, ist, was ist zu tun? Und ich würde es nicht nur so rückwärtsgewandt beantworten, was ist da wohl wirklich falsch gemacht worden, hätte man das eine oder andere Plakat anders formulieren müssen, sondern gern nach vorne gerichtet behandeln. Tut mir leid, aber diese Erkältung, die gerade umgeht, ist unglaublich anhänglich. Also was auch nicht. Also was nach vorne gerichtet zu machen ist, ich glaube, zum einen muss man deutlich machen, jetzt steht dieses Land vor einer Entscheidung. Und zwar vor der Entscheidung, will man, dass das Land dominiert wird vom Denken der Angst, der Konkurrenz und des Tretens nach unten? Oder möchte man eine Gesellschaft, wo das Zusammen, das Solidarische im Mittelpunkt steht? Und all denjenigen, die glauben, all ihre Probleme, die sie womöglich tatsächlich haben, liegen an den Geflüchteten, denen muss man die Frage stellen, wer gibt euch denn die Garantie, dass selbst wenn wir uns für die unmenschlichste aller Politiken entscheiden und sagen, keiner kommt mehr rein, die dürfen alle bei uns vor der Grenze verrecken, wer gibt euch denn die Garantie, dass eure Renten steigen? Dass es mehr bezahlbaren Wohnraum gibt? Wer gibt euch die Garantie, dass die Regierung nicht am Ende diese eingesparten Gelder vor allen Dingen nutzt, um den Spitzensteuersatz zu senken? Ja, weil Sie Solidarität sagen, Slavoj Žižek, der slowenische Marxist, hat unlängst im Spiegel ein Essay geschrieben, wo er unter anderem gesagt hat, mehr so nebenbei, also Leute, wenn ihr euch einbildet, dass Solidarität ein Grundgedanke von Gesellschaften ist, dann habt ihr euch aber gewaltig geschnitten. Naja, man kann ja, die Leute haben ja sehr unterschiedlich in diesem Land reagiert auf die Herausforderungen, die sich mit den angestiegenen Flüchtlingszahlen stellen. Also ich selber habe, das beschreibe ich auch im Buch, ja auch mich umgetan in den verschiedenen Initiativen der Flüchtlingssolidarität. Und was Menschen dort ohne einen Cent dafür zu bekommen, total freiwillig, ohne den Dienstplan, ohne dass den Sanktionen drohen, leisten, teilweise von früh bis abends und nur weil diese Leute nicht mehr die Nachrichtenlage bestimmen, heißt das nicht, dass die nicht da sind, die leisten weiter ihre Arbeit, nur dass das hat halt kaum noch einen Nachrichtenwert. Also ich will nur sagen, auch das Engagement in der Flüchtlingssolidarität verdeutlicht doch, dass es bei vielen Menschen ein unglaubliches Bedürfnis gibt, einfach nur Mensch zu sein. Und die Frage ist jetzt, was kann man tun, damit genau dieser Impuls bestärkt wird?
Das klingt mir so ein bisschen didaktisch jetzt, aber vielleicht habe ich das auch nur, projiziere ich das auch noch rein. Aber der Hintergrund meiner Frage, Sie haben das auch angedeutet, es geht natürlich auch darum, es geht um Sprechen und es geht auch um die Frage, wie man spricht. Und die Wahlen gewonnen haben jetzt zwei Politiker, Politikerinnen, die in der Lage waren, Menschen das Gefühl zu geben, dass sie Teil der Gemeinschaft sind, über ihre eigene Partei hinaus. Das gilt sowohl für Winfried Kretschmann als auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Offenbar ist es auch eine Form des richtigen Sprechens, um die Teilhabe überhaupt glaubhaft machen zu können. Also wenn wir noch weiter über Wahlen reden wollen, statt über Bücher. Eine Frage noch. Gut, dann schauen wir noch einmal auf die Wahlen. Mein Eindruck war, dass ehrlich gesagt diejenigen, die gerade Amtsinhaber waren, bestätigt worden sind. So, und es sind übrigens in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz just die beiden Ministerpräsidenten bestätigt worden im Amt, die, obwohl sie nicht das Parteibuch der Bundeskanzlerin haben, alles dafür getan haben, dass sie deutlich machen, sie unterstützen die Politik der Bundeskanzlerin. Das ist jetzt gar nicht meine Politik, ich habe ganz viel Kritiken an der realen Politik von Angela Merkel, aber das heißt, dass die Aussagen, die Wahlergebnisse sind ja sehr widersprüchlich, da muss ich einmal ein Lob an die Taz machen. Ich fand das schon bemerkenswert, ja, dass am Tag danach die Titelseite war irgendwie 85% bleiben cool. Das ist ja auch nochmal wichtig, dass man nicht aus lauter Angst vor den Rechtspopulisten jetzt anfängt, eine Forderung der anderen von den Rechtspopulisten zu übernehmen, sondern eher nochmal schauen soll, was passiert denn in dem anderen Teil der Bevölkerung. Okay, Sie haben mich jetzt zweimal eingeschüchtert. Ich traue mich jetzt nicht mehr nochmal über die Wahlen zu sprechen. Zwei Thesen Ihres Buches zum Einstieg. Eine ist, die Flüchtlingsdynamik bringt grundsätzliche Fragen, denen sich die Gesellschaft jetzt stellen muss oder stellen müsste. Welche sind das? Ich habe mich mit dem Thema Flüchtlinge schon mal beschäftigt, bevor das in allen Talkshows war, und zwar, weil eine gute Freundin von mir eine Doktorarbeit zum Thema Klimaflüchtlinge geschrieben hat. Die Klimaflüchtlinge sind gerade gar nicht so sehr in aller Munde. Aber, das ist eine These von mir, wenn wir den Klimawandel nicht abwenden, wird Klimawandel und die Zerstörung von Lebensgrundlagen die Fluchtursache der Zukunft sein. Wenn es stimmt, was der UN-Klimareport besagt, nämlich dass in Zukunft mehr als 2 Millionen Menschen, vor allen Dingen in Afrika, von akutem Trinkwassermangel bedroht sind, dann kann man sich ja nur vorstellen, was allein die Tatsache, dass es hier fließendes Trinkwasser überall gibt, für eine Anziehungskraft hat. Das heißt also, und übrigens, der Klimawandel wurde nun gerade nicht von den Ländern, die besonders von seinen Auswirkungen betroffen sind, verursacht. Ja? Also es sind eher die reichen Industriestaaten, die den Klimawandel verursacht haben, und es sind die eher verwundbaren, ärmeren Länder, die es ausbaden müssen. Und deswegen fand ich, anhand der Flüchtlingszahlen deutet sich etwas an, nämlich dass die Art und Weise, wie wir konsumieren, wie wir produzieren und wie wir Handel betreiben, so nicht weitergehen kann. Ja, und jetzt sind wir genau an dieser Situation, wenn so etwas gesagt wird, dann nicken alle und klatschen alle und dann gehen alle ihre Wege und machen das weiter, was sie immer machen. Das können ja die Anwesenden heute das Gegenteil davon beweisen. Und vielleicht machen ja einige der Anwesenden hier auch schon einiges richtig. Ich glaube, bei euch zum Beispiel wird fairer Kaffee angeboten. Das ist ja schon mal eine Maßnahme, wie man der herrschenden Handelspolitik entgegenwirken kann. Gut, also der Hintergrund meiner Frage ist, Sie sagen völlig zu Recht, es ist also jetzt im Grunde etwas Grundsätzliches passiert, muss passieren, aber wir sind in einer gesellschaftlichen Stimmung, wo wir nicht möchten, dass sich etwas Grundsätzliches verändert. Und die Frage ist, da moralische Appelle offensichtlich nicht fruchten und auch Untergangsprophezeiungen bisher irgendwie nicht funktioniert haben, wie spricht man, was kann man machen, argumentieren, kann man überhaupt argumentieren, um diesen Change voranzubringen? Na, zum einen der bescheidene Beitrag, den ich leisten kann und den vielleicht auch ein Buch leisten kann, besteht erstmal darin, nochmal deutlich zu machen, wenn wir über die Flüchtlingsfrage reden, dass wir nicht so darüber reden, wie allenthalben in Talkshows darüber geredet wird, wo permanent über Obergrenzen, man eilt von Gipfel zu Gipfel
und irgendwie kommt man gar nicht mehr hinterher, an welcher Grenze jetzt wer wo wie gestoppt werden soll und was war jetzt nochmal der große Unterschied. Und ich fand, es tut Not, einen Schritt zurückzugehen und auf das Thema mal mit einer anderen Perspektive zu schauen. Ich fand eben, dass so viele Menschen auf der Flucht sind, ist ja nichts Neues. So. Und sagen, jeder, der hierher kommt, überbringt halt eine Botschaft. Und das war mir ganz wichtig, dass wir auch mal zuhören und sagen, diejenigen, die herkommen, die Geflüchteten, wenn man sich deren einzelnen Geschichten anhört, ist wohl jede dieser einzelnen Geschichten, bringt wohl, also wenn man diese Geschichten verdichtet, kann daraus womöglich nochmal eine größere Erzählung entstehen, nämlich die Erzählung, dass die jetzige Weltwirtschaftsordnung wirklich ein Problem ist, weil sie anderswo Menschen ihre Lebensgrundlage entzieht. Insofern dachte ich, es tut Not, die Menschen, die hierher kommen, nicht nur als Problem zu betrachten, sondern auch als Botschafter einer Veränderung, die ansteht. Und was das jetzt mit unserer Gesellschaft macht, das ist die wahre Herausforderung, weil in der Tat, wenn irgendwas bedrohlich erscheint oder ungewiss ist, dann neigen ja manche dazu, sich erstmal einzuigeln, in Angststarre zu verfallen so, oder aggressiv zu werden. Aber wenn wir jetzt denken, es muss alles nur so bleiben, wie es ist, das ist der denkbar falsche Weg. Deswegen habe ich deutlich gemacht, die Art und Weise, wie es jetzt ist, produziert Fluchtursachen am laufenden Bande. Und deswegen muss man das ernst nehmen. Gut, und jetzt haben Sie ja da auch einen schönen Köder für uns ausgeworfen, nämlich die zweite These, alles kann gut werden. Ja, es kann natürlich auch alles ganz schrecklich werden. Das habe ich mir doch gedacht. Es gibt so manchen Facebook-Eintrag, wenn ich mir da die menschenverachtenden Kommentare anschaue und so weiter, da könnte ich auch noch glatt ein Buch darüber schreiben, wie schlimm alles werden kann. Aber und ich könnte bestimmt auch viele Beispiele benennen, was für Probleme entstehen, wenn Menschen aus anderen Ländern mit anderen Religionen hier ankommen. Aber ich fand, es gibt schon so viele, die nur über die Probleme reden. Es tut Not, auch mal über die positiven Momente zu reden. Und deswegen wollte ich einfach so ein paar Beispiele zitieren. Also als ich in einer Kleiderkammer mitgeholfen habe, da waren auch Geflüchtete, die selber mitgearbeitet haben, männliche Geflüchtete. Und also ich arbeite nur oft viel mit Männern zusammen im politischen Raum, das ist so, ja, und man muss ja erwarten, so bei der Linken sind auch alle ganz toll, zweifelsohne, aber so hilfsbereite, zuvorkommende, schauend, wo kann man eben irgendwas abnehmen, wie kann man uns Wasser bringen und so weiter, habe ich wirklich selten erlebt, wie bei diesen männlich Geflüchteten. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass alle so sind, aber wenn immer nur Beispiele von sozusagen negative Beispiele genommen werden, um Pauschalurteile zu fällen, dachte ich, tut es Not, auch mal positive Beispiele dagegen zu halten und zu sagen, die Menschen, die hierher kommen, sind auch eine Bereicherung für uns. Deshalb habe ich Sie übrigens auch eingeladen, damit wir auch mal was Positives zu hören bekommen aus dieser politischen Ecke. Gut, das war jetzt unnötig. Das konnte er nicht sein lassen. Die Spirale, die wir jetzt haben, ist so ein bisschen, naja, für Sie wird es klar sein, für mich ist es noch unklar. Die Politiker sagen, wir müssen die Sorgen und Ängste der Menschen ernst nehmen. Dann nehmen sie die mit und dann transportieren sie weiter und dann werden die größer und werden wieder zurückgespielt. Das scheint mir irgendwie ein Momentum zu sein. Also ich meine, was ich fragen will, ist, wie nehme ich die Sorgen und Nöte ernst, ohne dass ich mich sozusagen davon treiben lasse, so wie Sie das vorher schon angedeutet haben. Ich habe es mal für Twitter, da muss man es ja auf 140 Zeichen bringen und statt auf mehrere Seiten, habe ich es wie folgt auf den Punkt gebracht. Ängste nehmen, müsste eigentlich die Losung heißen. Und das ist die Verantwortung der Politik. Natürlich nehmen wir Verunsicherungen, die sie jetzt um sich greifen, ernst. Das kann aber nicht heißen, sie noch zu verstärken, indem man das rassistische Deutungsmuster unterstreicht, was dahinter steht. Ich finde, Ängste ernst nehmen heißt, da anzusetzen, wo man eine politische Maßnahme in die Wege leiten kann, die die Gründe dafür nimmt. Also im Klartext, wenn Leute Angst haben, dass es keinen bezahlbaren Wohnraum mehr gibt, heißt das jetzt richtig offensiv investieren in sozialen Wohnungsbau. Ich will nur mal eine Zahl nennen, die ich auch im Buch nenne, dass so manches Problem wirklich hausgemacht ist und nicht an den Flüchtlingen liegt, sondern eher am Neoliberalismus. Es gibt jede Menge oder es gab jede Menge öffentliche Liegenschaften. Liegenschaften und Gebäude, die man jetzt auch womöglich kurzfristig für Unterkünfte oder sagen Sammelstellen hätte verwenden können. Seit Jahren gibt es einen Druck, die zu privatisieren und zu verkaufen. Und ich habe nachgefragt, wie viele Quadratmeter denn in den letzten Jahren privatisiert wurden.
Die Antwort habe ich dann diese Hektarzahl in Fußballfelder umgerechnet. 17.000 Fußballfelder nach FIFA-Standard sind von der öffentlichen Hand an öffentlichen Liegenschaften privatisiert und verkauft worden. Damit hat man sich selber Gestaltungsmöglichkeiten genommen, mit denen man jetzt schnell auf sowas hätte reagieren können. Deswegen fand ich so, es tut auch mal Not, nicht nur zu sagen, wenn die alle weg sind, haben wir die Probleme nicht, weil der Privatisierungsdruck, der würde ja weiter bestehen, auch wenn kein Flüchtling mehr kommt, weil sie womöglich alle schon auf dem Mittelmeer die Schlauchboote abgestochen werden. Deswegen dachte ich, tut Not, jetzt eher darüber zu diskutieren, wie man mehr ins Öffentliche investieren kann. Ja, da kommen wir jetzt auch gleich noch drauf. Ich will aber doch vorher noch mal eine Frage stellen zu diesen Politikern, die aus ihrer Sicht Ängste schüren. Also Horst Seehofer zum Beispiel, der Ministerpräsident von Bayern, ist doch unbestreitbar ein Demokrat, der seit 30 oder 40 Jahren im Dienst der Öffentlichkeit versucht, für Menschen möglichst gute Bedingungen herauszubringen, zumindest wenn sie Bayern sind, oder? Sehen Sie das anders? Ich will mich jetzt aber nicht zum Lob für den CSU-Vorsitzenden herauslocken, oder? Ich wollte wissen, ob Sie ihm das sozusagen das demokratische Ethos eines Politikers, der sich für die Gemeinschaft einsetzt, absprechen. Ich habe in den Debatten und Vorstößen von Horst Seehofer Folgendes beobachtet. Der Schutz der bayerischen Grenzen hat bei ihm inzwischen oberstes Verfassungsgebot. Ich habe das Grundgesetz nicht nur im Studium behandelt, ich habe es neulich auch nochmal nachgelesen aus aktuellem Anlass und meine Erinnerung hat mich nicht getäuscht. Artikel 1 beginnt mit, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das Grundgesetz ist entstanden aus den schmerzhaften Erfahrungen mit NS-Regime. Deswegen beginnt es aus gutem Grund mit der Würde aller Menschen, nicht nur der Würde der Deutschen. Und es steht eben nicht als erstes, die Grenzen sind immer zu sichern, sondern der Schutz von Menschen wird im Artikel 1 benannt. Und da habe ich das Gefühl, dass bei Horst Seehofer eine sehr eigenartige Fokusverschiebung stattgefunden hat. Grenzen sind ihm wichtiger als Menschen. Da habe ich jetzt einen Beifall erwartet, aber kam keiner. Gut, jetzt haben Sie, Sie nutzen solche Begriffe wie die Festung Europa. Könnten Sie das ausführen, inwiefern wir von einer Festung Europa sprechen müssen? Es hat ja lange Zeit, also Flüchtlinge sind ja nicht erst seit einem Jahr unterwegs, 60 Millionen sind ja seit längerem unterwegs. Und es gab, die EU war sich ja in vielerlei Hinsicht nicht in der Lage, eine gemeinsame Politik zu entwickeln. Man war nicht in der Lage, EU-weit sich darauf zu verständigen, dass man in jedem Mitgliedstaat die Menschen sicher vor Armut schützt. Aber man war in der Lage, sich auf Frontex zu verständigen. Dort hat man richtig viel Geld reingegeben. Also das ist das Grenzabschutzsystem. Und das hatte ein Ziel, dass möglichst niemand der Menschen, die wir irgendwo anders mit unserer EU-Handelspolitik womöglich in die Flucht getrieben haben, hier ankommen kann. Und die Methoden, auf denen das basiert, finde ich, ist in vielen Büchern und Berichten, unter anderem von Pro Asyl, aber auch wenn man sich so ein Buch wie Miriam Fassbender, die halt wirklich mal Geflüchtete über viele Monate hinweg begleitet hat, durchliest, dieses System basierte einfach auch auf einem Sterbenlassen von Menschen. Man wollte nicht unbedingt selber aktiv werden, aber es gibt immer wieder Berichte von sogenannten illegalen Pushbacks. Was heißt das? Schlauchboote mit Menschen, Männern, Frauen, Kindern drauf, werden teilweise von Guardias oder irgendwelchen Küstenschutzinitiativen abgestochen aus offener See. Wer schwimmen kann, hat Glück, überlebt. Wer nicht schwimmen kann, geht halt drauf. Und ich finde, ein Grenzregime, was auf Sterbenlassen beruht, das darf so nicht weitergehen. Gut, ich habe ein Zitat von Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsident von Baden-Württemberg, und er sagt im Grunde, da geht es jetzt eben um die Frage, ganz offen oder wie offen, wenn jetzt 180 Millionen Pakistani Anspruch auf Asyl hätten, das könnte hier kein Mensch bewältigen. Also es geht jetzt um die Frage der Überforderung, die ja jetzt häufig, mit der häufig hantiert wird. Zunächst muss man ja erstmal schauen, wie sehr die bisherige deutsche Flüchtlingspolitik andere Länder überfordert hat. Also lange Zeit gab es ja das Dublin-System und das hat darauf basiert, dass Länder wie Griechenland und Italien, die nicht so reich sind wie Deutschland, einen Großteil erstmal wegtragen müssen. Hinzu kommt, dass das europäische Grenzregime dazu geführt hat oder ja auch darauf basiert hat, dass ein Großteil in anderen Ländern
abgefangen wird. Also Länder wie Libanon, da kommen auf 4 Einwohnerinnen ein Geflüchteter. Wir haben hier ein Verhältnis, wenn wir 1,6 Millionen Geflüchtete hätten, von da kommen auf 50 einer. Also hier so würde sich jetzt hier so noch einer dazusetzen, dann müssten sie ein Stück zusammenrücken oder einer darf sich bei jemand anders, so müssen wir mehr zusammenrücken, aber ich glaube, es wäre so zu verkraften. Ja? In Libanon müsste man sagen, immer nach jedem vierten kommt ein weiter Geflüchteter dazu. Das sind nochmal ganz andere Zahlen, was die wegtragen müssen. Und ich finde, die Grenzen dessen, was eine Gemeinschaft wegtragen kann, sind ja keine festen Größen. Wie viel Menschen ich eine Wohnung geben kann, hängt doch auch davon ab, wie viel soziale Wohnung ich baue. Und um nochmal eine Zahl ins Gespräch zu bringen, aktuell stehen in Deutschland 1,7 Millionen Wohnungen leer. Teilweise, das ist mal im ländlichen Raum, aber so manche auch rein aus Spekulationsgründen. Wie vielen Menschen könnte man jetzt schon ein Obdach geben, wenn man einfach sagt, die werden obligatorisch zwischenvermietet? Da wird niemand enteignet, keine Angst, da ziehen keine roten Garten ein. Aber ich finde, in Zeiten der Wohnungsnot können wir uns den Luxus, dass Wohnungen nur zum Sinne der Spekulation leer stehen, einfach nicht mehr leisten. Die sollten dann einfach vermietet werden und die Inhaber bekommen eine ordentliche Miete zum Durchschnittsmietpreis nach Mietspiegel. Denn ich finde, Wohnen ist ein Menschenrecht, die Spekulation mit Wohnung ist aber kein Menschenrecht. Dann habe ich mir genau auch überlegt, diese Frage habe ich mir auch gestellt, Boris Palmer hatte das ja auch schon mal ins Spiel gebracht, Wohnungen konfiszieren oder zumindest irgendwie das in diese Richtung durchsetzen. Die Frage ist ja aber, ob man das tatsächlich auch mit den Leuten, die diese Wohnungen haben, so besprechen kann, dass die sagen, okay, das ist so, oder ob das nicht auch in eine Art Bürgerkrieg ausarten würde, weil die sagen, nicht in meinem Garten. Erstens geht ja nicht um Konfiszieren oder Enteignen, ne? Sondern der Vorgang, und das ist sogar möglich, da muss in manchen Ländern müsste noch nicht mal die Gesetzeslage verändert werden, dass man sagt, so, diese Wohnung steht leer und da zieht jetzt jemand ein und dann wird eine Kommission eingesetzt, die ermittelt den Mietpreis und das bekommt dann der Eigentümer überwiesen. So. Das ist halt der Fall. Und da muss ich sagen, ja, das ist halt Aufgabe dann auch von Gesetzgebern oder von Politik, so etwas durchzusetzen, wenn man verhindern möchte, dass Leute unter extremem Wohnungsmangel leiden oder unter der Brücke schlafen. Und da würde ich sagen, das Leid und Elend von Menschen, die sonst keine Wohnung haben oder eben in Massenunterkünften untergebracht sind, ist deutlich größer als das Leid von jemandem, der vielleicht gerade nicht so viel Spekulationsgewinne machen kann. Theoretisch gebe ich Ihnen völlig recht und ich würde auch sagen, wir alle würden jetzt hier sagen, ja genau, so können wir das machen. Wenn das aber meine eigene Wohnung ist, dann wird sich die Sicht verändern und ich werde 1000 Gründe finden, warum das gerade mit dieser Wohnung nicht geht. Ich fürchte, Sie überschätzen einfach die moralischen Möglichkeiten des Menschen. Na, dass Leute es geht ja nicht um die Wohnung, in der sie leben. Ne? Das wird ihnen ja niemand zwangseingewiesen. Ne? Sondern wenn sie jetzt noch eine zweite Wohnung hätten, die einfach so im Leer steht. Dann muss man halt sagen, das kann auch das Ergebnis, wenn man eine Mehrheit dafür hat in einer Demokratie für diesen Weg. Und ich würde sagen, es ist nicht der Einschnitt in ein Menschenrecht. Also was politische Mehrheiten niemals dürfen, ist, grundlegende Menschenrechte oder Minderheitenschutzrechte zu untergraben. Aber da muss die Gesellschaft doch diskutieren, wenn sie findet, die Spekulation mit Wohnungsleerstand ist ein grundlegendes Menschenrecht, wofür man halt sozusagen woanders im Obdachlosigkeit in Kauf nehmen muss. Ich würde in dieser demokratischen Auseinandersetzung immer dafür werben, dass das Menschenrecht auf Wohnraum, die Juristen sagen, auf dem Wege der praktischen Konkordanz wird das dann abgewogen. Und da würde ich sagen, das Grundrecht auf Wohnen ist deutlich wichtiger als das Recht auf Spekulation. Bei welchen Parteien würden Sie jetzt dafür eine gesellschaftliche Mehrheit organisieren? Ich kann nur bedingt dafür sprechen, welche Schlüsse die anderen Parteien daraus ziehen. Man muss sie ja, glaube ich, auch fragen, was jetzt Not tut. Und um jetzt mal nicht nur an diesem einen Beispiel zu diskutieren, ist ja generell die Frage, welchen Kurs soll unsere Gesellschaft jetzt einschlagen? Denn einen Eindruck, glaube ich, teilen wir, irgendwie passiert gerade was. Es verändert sich schon was grundlegend und die Wahlergebnisse an sich, das ist ja nicht nur, dass da ein paar
Typen ausgetauscht werden im Parlament. Und klar, die betroffenen Parteien, die weniger haben, sind ein bisschen verärgert, die viele haben, freuen sich. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Das ist ja eher, diese Wahlergebnisse sind doch Ausdruck davon, dass sich in der Gesellschaft irgendwas passiert und dass es da eine Unzufriedenheit gibt. Und da würde ich sagen, ja, diese Gesellschaft steht jetzt an einem Scheideweg und es gibt starke Befürworter dafür, dass die Idee des Neoliberalismus, jeder muss im Hamsterlaufrad rennen, jeder muss die Ellenbogen ausfahren, dass die jetzt nochmal verschärft wird durch eine Abgrenzung gegenüber allen, die als nicht deutsch gelten. Also dass man sozusagen eine Gesellschaft der Angst, der Konkurrenz und des Abgrenzens. Und ich würde sagen, es gibt auch die Möglichkeit, einen Aufbruch zu wählen, von dem alle profitieren, wo eben die Solidarität, das Zusammenstehen, wo das dominierende Leitmotiv ist. Und politisch heißt das dann zum Beispiel, man muss mehr Geld in die Hand nehmen, um mehr Lehrerinnen einzustellen, mehr Sozialarbeiterinnen einzustellen. Man muss in öffentliche Infrastruktur investieren, Bus und Bahn zum Nulltarif anbieten, mehr Wohnungsbau. Das sind die Wege, die jetzt einzuschlagen sind, weil davon profitieren alle Menschen, die neu dazugekommen, wie Menschen, die schon länger hier sind. Das fand ich übrigens... Fand ich übrigens auch sehr interessant, weil ich bis vor kurzem noch den Eindruck hatte, endlich haben die Leute es kapiert, dass wir uns um die nachfolgenden Generationen kümmern müssen und dass ein ausgeglichener Haushalt sagen auch Fürsorge ist für Menschen, die nach uns kommen. Und inzwischen ist es so, als sei jetzt irgendwie die schwarze Null schon das Allerschlimmste, was man sich vorstellen könnte. Sie nennen das ein libidinöses Verhältnis zur schwarzen Null, hätten die Schäuble und hätte die Regierung, und diese Schuldenbremse müssen weg. Das ist ja sagen ironisch, wie sich das irgendwie so schnell verändert. Ich bin erstaunt, weil ich dachte, dass gerade so aus Umweltkreisen und Taz-Kreisen die Sorge für die nachkommenden Generationen eher so verstanden wurde, dass man keine ökologischen Schulden hinterlässt. Also nicht die Verschmutzung der Umwelt, nicht den Verbrauch von Ressourcen. Währenddessen die Frage von Schulden oder wie Haushaltsbilanzen sind, ist eine komplett andere Frage. Ökologische Schulden sind nicht wieder gut zu machen. Bei fiskalischen Schulden ist es eine ganz andere Frage. Da stellt sich nämlich eher die Frage, über welche Steuern sorge ich für einen Abgleich der Schulden. Das ist eine Frage an sozusagen der Umverteilung, währenddessen die ökologischen Folgeschäden, die kannst du nicht einfach irgendwie umverteilen, die betreffen einfach. Und wenn man sagt, wenn man sich wirklich an seinen Kindern und Enkeln versündigen will, dann muss man halt auf den Klimaschutz und auf den Umweltschutz pfeifen. Und jetzt zur schwarzen Null. Ich habe da kein dogmatisches Verhältnis. Ich finde nicht, dass die um jeden Preis fallen muss. Aber was nicht geht, ist, dass wir wichtige Aufgaben, die anstehen, nicht machen, nur damit man weiter in seinem Geschichtsbuch, nur weil Schäuble möchte, dass im Geschichtsbuch über ihn geschrieben wird, das ist der Mann, der uns die schwarze Null brachte. Also, ne? So. Wer in der Politik ist, ist nie frei von Eitelkeit und so, ja, deswegen, aber das darf nicht so sehr dominieren, dass die wichtigen Fragen nicht angegangen werden. Und wenn wir den, zum Beispiel die Geflüchteten, die jetzt ankommen, muss doch sichergestellt werden, dass die Kinder sofort Deutsch lernen. Und das darf nicht in der Schule stressig nebenbei passieren. Da müssen Lehrkräfte eingestellt werden. Wenn wir das jetzt nicht machen, entstehen Folgekosten gesellschaftlicher Art, die kann man gar nicht mehr einfangen. Aus der Jugendhilfe gibt es die Rechnung, wenn es einem Sozialarbeiter im Jugendhilfebereich gelingt, auch nur einen Jugendlichen durch seine Arbeit abzuhalten, straffällig zu werden, hat er bereits die Kosten, die das Gehalt und seine Arbeitsstelle verursacht, reingespielt. Und dasselbe betrifft doch jetzt die Menschen, die hier ankommen. Wenn wir sofort ein schönes Zusammenleben organisieren, dann fallen manche Folgekosten nicht an, die aber entstehen, wenn wir immer mehr Menschen ausgrenzen und abgrenzen. Das wird am Ende deutlich teurer und dann rettet uns auch keine schwarze Null mehr. Gut, Sie haben hier einen Lösungspunkteplan in diesem Buch drin. Eigentlich die spektakulärste, der Vorschlag für mich ist, Soziale Unionsbürgerschaft? Die soziale Unionsbürgerschaft, genau. Können Sie das erklären, was eine soziale Unionsbürgerschaft ist? Ja, da haben Sie auch in meiner Partei, also das ist jetzt ein Vorschlag, der auch in der Linken noch nicht diskutiert wurde. Sag nur, weil ich habe jetzt nicht beim Schreiben dran gedacht, was ist linke Programmatik und was nicht. Also klar, ich höre nicht auf links zu sein, aber bald geschaut, was ist das, was jetzt ansteht.
Und ich fand, es ist vollkommen klar, die EU muss eine gemeinsame Lösung finden für die Zukunftsaufgaben. Das funktioniert nicht, wenn man so einen Dominoeffekt macht oder so, ja, bloß nicht bei uns und so. Und zudem, und dazu muss es auch ein gesellschaftliches Klima in allen Ländern geben, die das ermöglichen. Jetzt gehöre ich nicht zu den Leuten, die sagen, naja, bei den armen Leuten muss man mal nachsehen, wenn die Rassismus wären. Nee, nee, für Rassisten, also dafür zum Rassisten zu werden, gibt es keine mildernden Umstände. Weder Erwerbslosigkeit noch Armut ist ein mildernder Umstand. Aber wenn man sich Gedanken macht, wie man dagegen vorgehen kann, muss man wissen, dass um sich greifende Existenzängste und Abstiegsängste schon einen guten Nährboden für rassistische Propaganda bilden. Deswegen dachte ich, es braucht innerhalb der gesamten EU einen Schutz vor Armut. Nun gibt es ja keine gemeinsame EU-Sozialpolitik. Aber man könnte sich verabreden, dass es in jedem EU-Mitgliedstaat eine sanktionsfreie Mindestsicherung gibt, die sich immer an der nationalen Armutsgrenze orientiert. Ist auch klar, es gibt auch eine unterschiedliche Kaufkraft in den unterschiedlichen Ländern. Armut ist auch immer eine relative Größe, aber dass man sagt, dort, wo die Armutsrisikogrenze die nationale ist, für Deutschland wären das so um die 1.000 Euro, das wird die Höhe von einer sanktionsfreien Mindestsicherung, die überall eingezogen wird. Und dazu gibt es dann, die sind ja in jedem Land unterschiedlich, die Sozialversicherungssysteme, die kann man nicht einfach vereinheitlichen, auch weil da Anwartschaften eingeführt sind. Aber so ein unterstes Sicherheitsnetz, das könnte man überall einführen. Ich will nur sagen, wer meint, das wäre total utopisch? Vor ein paar Jahren erschien es total utopisch, dass in Deutschland der Mindestlohn eingeführt wird. Als meine Partei angefangen hat, für einen Mindestlohn zu kämpfen, war die Mehrheit der Gewerkschaften noch dagegen und hat uns beschimpft, dass wir die Tarifhoheit hier gefährden wollen und so weiter. Inzwischen hat eine Kanzlerin mit CDU-Parteibuch einen Mindestlohn eingeführt. Und inzwischen gibt es in sehr vielen europäischen Ländern den Mindestlohn. Also ich will nur sagen, manchmal kann es auch einen Fortschritt geben. Das ist ja ein europäisches Grundeinkommen im Prinzip, so habe ich das verstanden. Ich bin eine große Anhängerin des Grundeinkommens. Zum Grundeinkommen gehören ein paar Kriterien zu ein, dass es von der Höhe her armutsfest sein muss, dass es nicht die Pflicht gibt zu einer Gegenleistung und es gehört aber auch dazu, dass man keine Bedürftigkeitsprüfung im Vorhinein braucht. Bei einer Mindestsicherung gibt es schon vorher eine Bedürftigkeitsprüfung, das war das kleine Kompromissangebot. Aber eine sanktionsfreie Mindestsicherung orientiert sich schon an dem Kompass-Grundeinkommen, ist aber wirklich nicht gleichzusetzen. Da gibt es noch die Vermögens- und Einkommensprüfung davor gelagert. Und ich will noch sagen, die Idee hinter dieser sozialen Unionsbürgerschaft ist nicht nur eine sozialpolitische. Dahinter steht auch ein anderes Verständnis von Demokratie. Ich finde ja, Demokratie heißt, dass jeder Mensch in der Lage sein muss, nicht nur alle paar Jahre bei einer Partei des kleineren Übels ein Kreuz zu machen, also ist trotzdem wichtig, ich hätte auch einen heißen Tipp, wo sie das Kreuz machen können, ja. Aber man darf Demokratie nicht darauf reduzieren, dass man alle paar Jahre ein Kreuz macht und es dann in die Urne versenkt. Sondern Demokratie heißt ja, dass jeder in der Lage sein muss, eine Demo zu organisieren, eine Bürgerinitiative zu organisieren, auch mal den Abgeordneten aufs Dach zu, also muss jetzt nicht aufs Dach klettern, aber so zum, kann man auch machen, ja, wer sich abseilen kann und dabei gesichert ist, aber eher zu Bürgersprechstunden zu gehen und so weiter. Das setzt aber voraus, dass man die Fahrt sich dahin leisten kann. Das setzt voraus, dass man vielleicht auch Zugang zum Internet oder zu einer Tageszeitung hat. Das heißt, es braucht, und dass man nicht verhungert oder erfriert. Es braucht also schon ein Mindestmaß an materieller Abgesichertheit, um in der Demokratie als Citoyen tätig sein zu können. Und dieses Recht hat jeder, das kann man nicht sagen, das musst du dir erst verdienen, weil du den und den Job übst oder weil du auf einem Amt bewiesen hast, dass du ein guter Untertan bist. Ich finde, das hat erstmal jeder. Nur weiß ich, dass nicht alle das in dem Sinne nutzen werden, wie ich das will. Manche werden es auch nutzen, um Bürgerinitiativen zu gründen, die ich für falsch finde. So ist das halt in der Demokratie. Ja. Aber es muss zumindest die Möglichkeit geben. Deswegen sage ich, Demokratie ist mehr als formale Rechte. Demokratie braucht eigentlich auch, wenn man sie vollenden will, wirklich ein Fundament, und zwar soziale, stabile Füße. Leider nochmal den Advocatus Diaboli geben. Na, jetzt wird's spannend. Da würde natürlich irgendwie ein Andersdenken sofort sagen, ja, das ist doch aber nur ein weiteres Moment, was unglaublich viele Leute nach Europa lockt, die wir alle gar nicht bewältigen können und die wir dann auch bezahlen müssen. Zunächst nochmal,
will noch mal das erinnern, was ich zum Klimareport gesagt habe. Also wenn demnächst 200 Millionen Menschen an Trinkwassermangel leiden, wird allein die Tatsache, dass es hier überall fließendes Trinkwasser gibt, ein unglaublicher Anreiz sein. Also zu denken, wir müssen hier das Leben so unattraktiv wie möglich machen, damit niemand herkommt, das kann nicht die Lösung sein. Also wenn du das Wohlstandsgefälle beheben willst, gibt es eine Möglichkeit. Man muss den globalen Süden, den ärmeren Ländern die Möglichkeit geben, sich wirtschaftlich zu entwickeln. Das heißt aber auch, dass die Europäische Union, dass Deutschland, im Übrigen auch die USA und Russland, so manche ihrer Handelspolitiken überdenken muss. Also eine Handelspolitik, die darauf basiert, dass man anderen Ländern ihre Wirtschaftsgrundlage kaputt macht, die wird natürlich das Wohlstandsgefälle niemals abbauen. Ich muss nochmal zurückfragen zur real existierenden Politik. Sie müssen irgendwo politische und gesellschaftliche Allianzen schließen, wenn Sie daraus ein Mehrheitsprojekt machen wollen. Nun wissen wir ja, dass das in Deutschland schon nicht ganz einfach ist, aber innerhalb der Europäischen Union, zudem in der momentanen Verfasstheit, ist das ja noch viel schwieriger. Das ist ja ein Projekt, wo man sozusagen von einem Kompromiss sich zum nächsten begeben muss, um am Ende zu hoffen, dass man ein bisschen von der Verbesserung tatsächlich noch retten kann. Also wie realistisch ist denn das? Ist das etwas für eine Sonntagspredigt oder ist das etwas, was Sie jetzt in den nächsten Jahren irgendwie gnadenlos umsetzen werden? Ja, ich bin konfessionslos, insofern im Predigten nicht ganz so geübt. Was den Zustand der EU anbelangt, nun jetzt rächt sich, dass man jahrelang wirklich auf das Modell der Entsolidarisierung gesetzt hat. Also wenn das Dublin-System hat jetzt irgendwie erst mal den Geist der Entsolidarisierung gestärkt, wenn man jetzt auf einmal ruft, oh, jetzt machen wir aber Solidarität, wo wir betroffen sind, das ist halt dann auch nicht so glaubwürdig. Und ich finde, man kann die politische Situation in der EU, in der Tat, wenn ich so manchen Reden höre, also auch in Talkshows bekomme ich auch Angst. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch Erfreuliches aus der EU zu berichten. Also was im Süden Europas passiert, das sind ja Aufbrüche, also in Portugal oder was man in Griechenland versucht hat, was leider natürlich auch sofort mit Erpressungen unterdrückt wurde, war ja sowohl eine klare Kante gegen Rassismus wie ein Abschied vom Neoliberalismus. Und ich würde sagen, also wenn es ein Wind des Wechsels, ein Wind of Change gibt, dann kommt der eher vom Süden der EU und das ist ein Impuls, den wir womöglich aufgreifen müssen. Oder wenn man nach Großbritannien schaut, da gibt es ja nicht nur die Brexit-Bewegung, da gibt es ja auch eine spannende Entwicklung in der Labour-Partei. Ich meine, die Labour-Partei, das war die Partei, die die Neoliberalisierung der Sozialdemokratie angefangen hat, die quasi die ideologische Vorarbeit für Hartz IV geleistet hat. Das war damals Labour-Vorsitzende zusammen mit Gerhard Schröder. Dass so eine Partei auf einmal jemanden wie Jeremy Corbyn gegen den Willen der Parteifunktionäre wählt und damit eine unglaubliche Mobilisierung in Kraft setzt, dass sind wieder Menschen politisiert wurden und haben sich eingemischt in Politik, die jahrzehntelang gesagt haben, lasst mich mit dem Kram in Ruhe. So, also da passiert ja auch was an Möglichkeiten. Und ich denke manchmal so, naja, mit so einem sozialdemokratischen Vorsitzenden wie Jeremy Corbyn, der klar für einen Bruch mit Sozialkürzung steht, wie für einen klaren Friedenskurs. Mit so einem könnte man auch hierzulande die Machtfrage von links stellen. Und jetzt fragen Sie mich nicht, ob wir die Wahlen nach Großbritannien verlegen. Nee. Ich frage mich eher, was dann für Sie noch an Wählern bleibt, wenn es so eine SPD gäbe. Das wäre doch sozusagen ihr vollendetes Erziehungsprojekt dann für die SPD. Naja, Erziehung ist ja vor allen Dingen Liebe und Vorbild, ne? Hat mal irgendein kluger Pädagoge gesagt. Ob das jetzt so funktioniert, sei mal dahingestellt. Wie das jetzt ausgehen wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man nur sagen, vielleicht stellt sich auch irgendwann die Position, wo wir als Linke sagen, na, da müssen wir halt zur Not diese Funktion auch noch übernehmen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass gegenwärtig gesellschaftliche Veränderung womöglich sehr schnell passieren kann. Niemand kann eine Garantie Schein ausstellen, wie es genau es geht. Ich kann höchstens sagen, für was für einen Kurs und für was für eine Entscheidung ich immer werben würde und mich stark machen würde, nämlich für den Kurs der Solidarität. Ein wunderbares Schlusswort. Ja, ich habe das Drängeln am Rande gemerkt. Okay ist.
Meine Damen und Herren, das war das Satzgespräch mit Katja Kipping. Ich darf nochmal das Buch nennen, über das wir gesprochen haben. Wer flüchtet schon freiwillig? Die Verantwortung des Westens oder warum sich unsere Gesellschaft neu erfinden muss. Erscheint bei Westend, kostet 16 Euro und ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit. Herzlichen Dank, Dankeschön. Katja Kipping. So, Katja Kipping ist am 2. April beim TAZ-Lab in Berlin im Haus der Kulturen der Welt. Kommen wieder Tausende von Leuten, Sie möglicherweise auch, wenn Sie Lust haben. Es geht hier gleich weiter mit Schorsch Kamerun. Dankeschön.